Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus. Und zwar wollte ich noch was zu den beiden Comments auf meinem vorigen Teil sagen. Und zwar einmal zu dir, Misjudged Hero, Verzeihung. Und zwar, das interessiert jetzt nicht. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man leichten Mitleid mit den Viechern bekommt. Weil sie sind quasi die einzigen Lebewesen wirklich, die da sind. Und du hast nichts Besseres zu tun, als sie zu töten, nur um deine Freundin zu retten. Und das macht die ganze Story halt auch ein bisschen traurig. Weil ich meine, die ganzen Kolosse, die machen ja nichts. Und man geht hin und knallt die einfach weg. So, und zu dir, liebe toxische Kälte, als du geschrieben hast und gefragt hast, ob das dann nicht langweilig wird, nur die 16 Viecher zu töten. Nein, wird es nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist ultra spannend. Es sind hammerkrass epische Kämpfe und am besten die Erfahrung sollte man eigentlich mal selber gemacht haben. Also, wenn ihr noch eine PS2 habt, wenn ihr ein bisschen flüssig seid, was das Geld angeht, legt euch das Spiel zu. Ich kann es echt nur wirklich jedem empfehlen. So, ich habe im vorigen Teil gesagt, ich wollte euch die Reiterei ersparen. Aber das ist nicht nötig, weil der andere, der zweite Koloss, der ist hier ganz in der Nähe. Und zwar befindet er sich direkt rechts unten am Feld. Und was genau das war, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es war ein Büffel oder so. Na gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Komm schon, lauf, lauf, du blödes Pferd, lauf, lauf, lauf. Ich kann noch so lustige Aktionen machen wie während des Reitens schießen. Ups, blöde Sequenz. So, ich drehe mal den Zaun ein bisschen weiter auf hier. Am Fernseher, der wird ja mal mitkriegt. Ja, da wird uns angezeigt, da in der Nähe ist er. Ich konnte noch irgendwelche anderen Manöver. Ich weiß noch nicht mehr, wie die gingen. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich aufs Pferd drauf und dann, na komm. Während des Reitens, war das hier? So. Ups. Oh, 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 was war das denn? Seitlich drangehangen? Wie scharf ist das denn? Naja gut, im Laufe des Spiels werde ich schon rausfinden. Und zwar wollte ich mich aufs Pferd stellen, während ich mit Pfeil und Bogen schieße. Aber dafür bin ich gerade zu blöd, außer ich mache das hier. Nee, gut, funktioniert auch nicht. Naja gut, was soll's. Auf zu unserem Koloss. Und ich werde mal unser Pferd ein bisschen in den Kampf mit einbeziehen. Es soll ja schließlich auch ein bisschen was zu tun haben. Unser schönes, schwarzes Gerät. La la la. Also es ist wirklich echt krass, es ist so trist alles und so leblos und ihr seid so bescheuert und tötet so echt fast die einzigen Lebewesen. Manchmal sieht man noch Vögel, Schlangen oder so ein Kram, aber die tun einem nichts und ich glaube, die kann man auch nicht töten. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal versucht, mit dem Pfeil auf den Vogel zu schießen. Oh, jetzt geht's los! Oh, da ist er! Das sind solche wunderschönen Kreaturen. Die sehen so gut aus. Mann, ich freue mich echt auf jeden einzelnen Kampf. Okay, locken wir die Sau ein wenig. Ja! Na komm. Wo schießt du denn hin, Alter? Okay, so, seine Schwachstelle ist hier. Eigentlich brauche ich mein blödes Pferd nicht für den Kampf. Geh, ich brauche dich nicht. Lauf, lauf dem entgegen. Und zwar will ich ein wenig achten, dass er seine Füße hebt. Und wir genießen derweil den schönen Soundtrack. Ach, Gott, ich muss hier von hinten angreifen. Ja. Los, heb deinen Fuß. Den anderen. Nein, nein! Blöder Oschi. Ja gut, dann halt den hier. Ach man, Junge. Mach mich nicht wahnsinnig. Oh, genau. Schieß in den Sand. Wo schieß ich? Oh, wo läufst du hin? Lauf doch nicht gegen eine Wand. Was machst du da? Der Koloss ist gerade ein bisschen dämlich. Oh, jetzt leckt's. Awesome. Das heißt, es gibt wieder eine leichte Asynchronität, aber
Ist egal, ich versuch's passend zusammenzuschneiden. Mein Gott, ey, das gibt's nicht. Jetzt mach mich nicht stinkig. Oh. So. Man kann auch noch erahnen, wie groß das Vieh ungefähr ist. So 2-3 Meter. Sollten es schon sein. Ey, es gibt's nicht, ey. Das ist dieser dämliche Vorführeffekt. Wenn ich es alleine spiele, ohne aufzunehmen, dann klappt das alles sofort auf Anhieb. Verdammte Scheiße! Wie nah kann ich eigentlich noch am Fuß stehen? Oh! Ich glaub das jetzt nicht. Mann! Meine Fresse! Ich geh kalt. Nein, Alter! Ey, das darf nicht wahr sein! Los, komm! Oh! Danke! Scheiße nochmal. Los, fährt, zieh ab. Oh, super. Ich glaube, ich habe ein Bein erwischt, wo keine Haare dran sind, wo ich mich nicht festhalten kann. Aber ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Doch, 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 doch. Komm schon. Wanda. Lass mich ran da, denn sie wanda. Boah. So. Auf los geht's los. Unsere Wir töten ein Koloss-Musik. So, wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss als erstes zum Arsch. Oder erstmal zum Schwert wechseln. Ist das der? Ah, jawohl, das ist der Arsch. Haja! So, und das Tolle bei den ganzen Koloss-Gegnern ist, dass der Schwachpunkt nicht an einer Stelle bleibt. Das heißt, ihr braucht da nicht immer jetzt einen auf dieselbe Stelle draufzuhauen. Ich meine, ihr könnt es schon machen, aber da verliert ihr nicht allzu viel Leben. Weil gleich ist seine Schwachstelle nämlich ganz woanders. Jetzt verschwindet sie. Und jetzt muss ich mir... Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Nein, nein! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest! Oh, scheiße, das packe ich doch nicht hier. Oh, nein! Ach. Gott, Wanda, was machst du? Meine Fresse. Da hätte ich ja beinahe wieder nach oben klettern müssen. Also von ganz unten. So. Auf, Richtung Kopf. Spring einmal hier über die... Über seine Knochenbarrikaden. Wie ein lästiges Insekt schleichen wir uns an seinem Kopf, um uns sein Gehirn zu holen. Yeah! Stirb! Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Los, komm schon, ich töte dich, auch wenn du nichts getan hast, du friedliches Wesen. Stirb! Ich muss meine Freundin wiederbeleben, deswegen muss ich dich töten, auch wenn du nichts tust und eigentlich ganz friedlich bist, bis ich dich nerve. Ach, komm schon, halt dich fest. So. Nun mal... Was lässt du mich bitte los? Komm schon, fehlt nicht mehr viel. Scheiße, meine Ausdauer lässt gerade ein bisschen nach. Das könnte... Oh, 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 nein, 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 hör auf zu wackeln, ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, hör auf zu wackeln, ich bitte dich. Scheiße. Kacke, 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 nein, kacke, nein. Geh, geh, kletter rauf, halt dich fest und stech zu. Oh, das war close. Oh. Mann, hätte ich keinen Bock, da jetzt nochmal den Riesen zu besteigen. So, aber man merkt auch schon... Warum? Warum töten wir die? Ich habe mich das jedes Mal gefragt. Gibt es da keinen anderen Weg? Weil sie tun ja im Grunde nichts. Eigentlich bin ich hier das Arschloch. Und lass mich erstmal wieder von Tentakeln rapen. So, wie es sich gehört. Yeah! So, okay, und damit haben wir unseren zweiten Koloss erledigt. Unseren zweiten friedlichen, putzigen Koloss, der nichts gemacht hat und wir ihn trotzdem einfach getötet haben. Und wisst ihr auch warum? Weil wir es können. Yeah! Okay. So, ich werde hier einfach speichern und ich werde auch gleichzeitig mal sagen, dass wir diesen Part hier beenden, weil jetzt gibt es nämlich auch nur noch... Ich mache die Statue kaputt Szene und dann geht es eigentlich auch schon weiter zum nächsten Koloss. Also von daher denke ich, ich werde den Party jetzt einfach cutten. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim
Entschuldigung, beim nächsten Part von Let's Play Shadow of the Colossus dabei. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodle fucking Lou.